So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen GFD Live-Trading TV, hier kurz vor der Mittagszeit. Wir sehen oder sahen auch jüngst sehr, sehr starke Ausschläge bei den Europäers. Der ein oder andere hat vielleicht vorhin auch schon den Trade-Pick auf dem Expertendesk hier wahrgenommen. Da ging es, obala, da ging es speziell um Euro-Australdollar, welcher hier jetzt wirklich den Sinkflug in Richtung vor Tagestief schon aufgenommen hat. Wir sind hier range-technisch schon relativ weit gelaufen bei vielen Pairs und das wollen wir uns jetzt mal angucken, denn der Rainbow hat uns hier heute schon einiges vorausgezeigt und darum soll es jetzt hier im Speziellen gehen. Ursprünglich war die Idee, den Euro gegenüber dem japanischen Yen in den Fokus zu nehmen. Den sehen wir hier im 15-Minuten-Chart-Intervall mit einer vortrefflich negativ ausgerichteten Rainbow-Tendenz. Und als ich den Markt sozusagen screente, ging es dann eigentlich schon los. Das heißt, wir sind hier mit der Sendung jetzt ein Stück weit zu spät dran. Sie sehen, was nämlich hier passiert ist, die aktuelle 15-Minuten-Kerze. Es gab in der letzten Viertelstunde, und der Markt gibt auch aktuell weiter zurück, hier massive Abverkäufe. Der Euro gerät hier enorm unter Druck und mit Ausbruch aus der Asia-Range hat sich natürlich hier der Weg oder beziehungsweise die Situation weiter verschärft und wir sind jetzt schon 113 Pips gefallen. Das sah eigentlich anders aus, bevor ich den Markt hier unter die Lupe nahm. Im Sinne dessen wollte ich eigentlich auf die Chance hinweisen, dass wir hier einen Ausbruch aus der Asia-Range haben und das Vortagestief, wenn es denn gebrochen wird, hier weiteres Potenzial nach unten verspricht. Und das sehen wir eben hier aktuell in voller Parade, dass es dann tatsächlich sehr, sehr schnell zu einem solchen Preisverfall kam. Der Punkt ist eben hier, dass immer noch die Spekulation rund um Griechenland hier die Märkte enorm unter Druck bzw. in Bewegung halten. DAX jetzt auch just wieder nach unten ins Minus leicht gedreht und der Euro hier entsprechend auch unter Druck geraten. Der Punkt dessen ist nur der, dass wir hier die Rainbow-Strukturen eben wunderschön schon am Morgen gesehen haben, beziehungsweise hier das negative Momentum. Und das wollen wir eben hier immer mal wieder in den Fokus nehmen. Zur aktuellen Situation, die Range, wie gesagt, ist nach unten nicht mehr allzu groß gesegnet. Das heißt, wir sind jetzt hier im Bereich von 20, 30 Pips, die wir im Maximum noch haben. Und dann haben wir im Prinzip die Daily Range ausgeschöpft. Und wenn das jetzt hier nicht zu einer großen, und das gibt es im Monat ein bis zweimal, zu einer großen Turbulenz kommt. Und dann sehen wir eben Bewegungen, die gehen in den Bereich 200, 300 Pips. Dann kann das natürlich hier noch wesentlich schärfer nach unten gehen. Aber rein technisch ist oder scheint hier schon der Großteil gelaufen zu sein. Euro-US-Dollar dahingehend jetzt auch als nächstes, um nicht zu sagen das wichtigste Pair schlechthin. Hier jetzt mal der Fokus darauf. Da haben wir nämlich noch ein Stück weit mehr Range vorhanden. Auch hier sehen wir den negativen Rainbow, den Ausbruch. Und wir hangeln uns gerade beim Euro gegenüber dem US-Dollar am Vortagestief so ein Stück weit umher. Ja, also der Markt hat hier eine Stabilisierung zunächst gefunden. Jetzt sehen wir, wie der Preis sich so ein Stück weit nach oben schiebt, vorsichtig. Entweder kommt es jetzt hier zu einer Erholung, die dann hier im weiteren Nachmittagsverlauf im Sinne des Vorwochentiefs und im Sinne hier dieses letzten Stundentiefs bei 1,1182 hier nochmal zu einer Short-Einladung führen könnte, im Sinne dessen, dass es hier einen korrektiven Erholungsimpuls vom gestrigen Tagestief ausgehend gibt, der Markt dann, wie gesagt, nochmal nach unten kippt, um hier seine vollständige Range innerhalb des dann auch sehr, sehr positiv aufgefächerten Rainbows, wie wir es dann hier sehen. Also der Rainbow hat dann wohl eine sehr strukturell saubere Struktur, die dann hier eben weitere Abschläge bis in den Bereich 1,1125, 1,1115 rund zulassen wird. Also Euro-US-Dollar hat hier im Gegensatz zum Euro-Yen noch wesentlich mehr Spielraum. Und schauen wir uns kurz noch den Euro-Australdollar an. Die Position ist just in den Take-Profit gelaufen. Vortrefflich auch hier das Geschehen. Da war ja die Idee, oder letztlich die Intention, die, dass wir hier innerhalb dieses negativen Rainbows, innerhalb dieser Asia-Range hier schon leicht negative Signale erhielten, im Sinne dessen, dass es zu einem Ausbruch nach unten kommen könnte. Und das geschah auch relativ zügig. Und wir sehen jetzt hier im Anschluss dessen, jetzt muss ich mal kurz checken, der MetaTrader hat wohl einen kleinen Hänger gerade, kam es im Anschluss dessen dann hier letztlich zu einem Sell auf im buchstäblichsten Sinne. Und hier haben wir auch kurz vor dem Vortagestief Halt gemacht. Das ist jetzt die interessante Situation, dass der Markt jetzt hier letztlich genau an diesem Level seinen Haltepunkt gefunden hat. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter? Also hier ist relativ viel schon abgeschöpft. Jetzt müssen wir nochmal den Screen nochmal raufholen. Relativ viel schon abgeschöpft von der Range. Natürlich kann hier noch was nach unten kommen. Aber hier ist jetzt erstmal technisches Reaktionspotenzial ähnlich wie beim Euro-US-Dollar gegeben. Und die Range an für sich hat ja auch 20, 25
Punkte bzw. Pips an Potenzial. Und hier würde sich ähnlich wie beim Euro gegenüber dem US-Dollar ein möglicher Spin in den negativ aufgefächerten Rainbow als mögliche Einstiegschance herausstellen, was dann in der Folge hier sozusagen in Richtung des Vormonatshochs führen könnte, wenn sich denn der Preis hier weiter nach unten ausdehnt. Aber wie gesagt, jetzt scheinen hier so Stabilisierung an den Vortagestiefniveaus stattzufinden und das muss man jetzt erstmal beobachten, ob es jetzt hier nochmal direkt nach unten durchknallt oder ob wir jetzt hier einen korrektiven Erholungsimpuls sehen. Was man eben machen kann, sowohl beim Euro gegenüber dem Australdollar als auch beim Euro gegenüber dem US-Dollar, man analysiert sozusagen den heutigen Bewegungsimpuls, arbeitet hier mit klassischen Fibonacci-Leveln. Im Sinne dessen, dass wir hier zum Hochgehen den Punkt anlegen. Und hier unten, hier geht es nicht um die Hellseherei mit Fibonacci, hier geht es einfach nur darum, wie weit kann denn ein korrektiver Erholungsimpuls führen. Ja, und vom aktuellen, Moment, das muss ich ja noch ein Stück weit anlegen, dass er den Preis auch fixt. So. So, vom aktuellen Niveau ausgehend wäre das hier, muss man jetzt ein Stück weit umdrehen. Eine Erholung, die es erlaubt, beim Euro-US-Dollar hier in den Bereich des 38er Fibonacci-Levels zurückzulaufen. Und dann wären wir hier grob eben bei 1,1182, wie vorhin auch schon gesagt, haben wir hier so das Stundenwiderstandslevel. Und wenn wir da hinlaufen, dann hätten wir praktisch den ersten Aufwärtsimpuls zu 38% korrektiv erholt, was dann hier dafür sprechen könnte, dass es im Umkehrschluss nochmals negatives Momentum nach unten gibt. Und wenn man dann anhand von Fibonacci eine Projektion vollzieht, da ist das 138er, das ist jetzt hier nicht drin, aber das 161er Level sehr, sehr entscheidend im Sinne des goldenen Schnitts. Dann sieht man, dass man hier unten durchaus noch Abwärtspotenzial hat, eben in dem Bereich 1,1115, 1,1124 ein Stück weit höher, aber auf jeden Fall bis hier unten. Und das erscheint mir sehr, sehr interessant. Also, korrektive Erholung innerhalb der negativen Rainbows scheinen für heute verkaufenswert. Wenn allerdings hier die Preise signifikant von den Vortagestiefs nach oben drehen, und das haben wir, wie gesagt, bei den Europairs hier im großen Stil zu sehen, dann war es das unter Umständen schon und der Tag wird mehr zäh und mehr schlecht als recht. Aber in diesem Sinne hoffe ich, konnte dir einen kleinen Einblick liefern. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Mahlzeit, einen schönen Mittagspäuschen und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich dann am Nachmittag wieder. In dem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.